Yes, I tried a lot before. Thank you. It was a pleasure to have you on stage. Wir machen noch mal weiter mit einer konkreten Anwendung an der Stelle, bevor wir nachher zum nächsten größeren Themenblock übergehen. Und wir sprechen jetzt noch mal über PDFs. Das haben wir am ersten Programmtag auch schon hier getan. Und auch da war es der Fall, das PDF ist dieses Jahr schon 30 geworden. Also eigentlich ja schon mal gar nicht mehr so eine Cutting-Edge-Technologie. Hat sich aber natürlich extrem weiterentwickelt in den letzten Jahren. Und nachdem es am ersten Messetag vor allem um die Themen, um technische Themen ging, wie auch, wie sich das PDF verändert hat, welche Anwendungen es inzwischen gibt, wie das Ganze Mobile First funktioniert, wollen wir jetzt die Flughöhe nochmal etwas anheben und vor allem über die Themen Barrierefreiheit und Sicherheit sprechen. Und an der Stelle ein kleiner Hinweis am Adobe-Stand. Da können Sie mit Ihren Dokumenten auch hingehen. Da gibt es tatsächlich eine Analyse, die einmal checkt, wie barrierefrei und wie sicher sind denn meine behördlichen Dokumente. Also an der Stelle nochmal ein Hinweis und die Einladung, das auf jeden Fall noch zu machen. Mehr möchte ich gar nicht vorwegnehmen, denn viel mehr erzählt Ihnen jetzt Florian Bauer, Digital Document Specialist Public Sector von Adobe. Herzlich willkommen! Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch. Ich freue mich, dass einige da sind, auch einige, mit denen wir schon tatsächlich am Stand gesprochen haben. Dementsprechend ganz kurze Einführung zu mir. Mein Name ist Florian Bauer und ich bin bei uns für den öffentlichen Sektor zuständig, in dem Bereich als Spezialist für die digitalen Dokumentenprozesse und möchte Sie gerne so ein bisschen auf die Reise mitnehmen. Wie ist das Thema der Barrierefreiheit, wie ist das Thema der Sicherheit gestellt, wenn es um die Dokumente geht? Zu Beginn aber vielleicht nochmal so ein kleiner Umriss. Was bringt Adobe eigentlich grundsätzlich mit? Sie sehen es jetzt hier, die verschiedenen Bereiche. Einmal die Creative Cloud, dort ist der Bereich, den Sie vielleicht kennen, Photoshop. Auf der anderen Seite sehen Sie die Experience Cloud. Das heißt, wir haben ja auch in der Automatisierung, Marketing-Automatisierung, aber auch E-Commerce-Lösungen. Aber heute soll es vor allem um die Document Cloud gehen, um die Dokumente bei Ihnen. Und in dem Zuge, wie die Kollegin schon angesprochen hatte, um die PDFs, weil wir da natürlich auch entsprechende Lösungen mit parat haben. Und das Ganze soll natürlich alles vor den aktuellen Themen auch beleuchtet werden. Sie sehen das hier vielleicht. Zum einen sind ja weiterhin im Endeffekt die Kontakte digital, aber auch analog. Das heißt, wir wollen das Ganze persönlich weitertreiben, aber die Möglichkeit der Digitalisierung natürlich nutzen. Weiterhin geht es natürlich auch ein Stück weit darum, wie können wir mit unseren Mitarbeitern umgehen? Welche Lösungen nutzen die? Können die wirklich damit gut arbeiten? Haben wir die Möglichkeiten, diese zum einen zu attracten, also wirklich die Mitarbeiter auch anzuziehen, aber am Ende dann auch zu halten? Und was natürlich da ebenfalls so ein bisschen mit in das Thema spielt, ist vor allem auch der hybride Arbeitsplatz. Gerade in den letzten 3,5 Jahren natürlich Homeoffice ein immer stärkeres Thema und dementsprechend wollen wir natürlich ebenfalls, dass Sie so ein bisschen das Beste aus beiden Welten im Endeffekt mitziehen können. Das Gleiche natürlich ebenfalls mit einem der größten Themen, die wir momentan auch haben, mit dem Umweltthema. Aber da ist es natürlich wichtig, dass wir die Nachhaltigkeit nicht vergessen. Und zentral und dementsprechend auch heute auch so ein bisschen im Titel ist natürlich die Sicherheit. Das ist absolut wichtig, gerade bei Dokumenten, die letztendlich von Ihnen für Bürger, für Kunden, für Partner letztendlich bereitgestellt werden. Es wurde bei der Anmoderation auch schon angesprochen, wir haben bei uns am Stand jetzt über die letzten Tage einige PDF-Health-Tracks letztendlich durchgeführt. Was machen wir dabei? Wir wollen mit Ihnen gemeinsam einfach so ein bisschen das Bewusstsein schärfen, wo stehen Sie momentan, wo könnten Sie vielleicht hinkommen, wo sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, aber auch natürlich, wo kann man ein bisschen tiefer einsteigen. Und wir haben das Ganze für die Smart Country Convention ein bisschen runtergebrochen und Sie sehen es hier in die verschiedenen Bereiche, dass wir auf das Thema Barrierefreiheit schauen, auf das Thema Sicherheit, klar die zwei Themen auch des heutigen Vortrags, aber auch das Thema, wie können wir mit Speicherplatz letztendlich umgehen und am Ende die Durchsuchbarkeit. Und da möchte ich gerne mit Ihnen ein bisschen drauf eingehen, um dann am Ende auch wirklich die entsprechenden Zahlen von der Smart Country Convention aus den letzten zweieinhalb Tagen letztendlich auch ein bisschen zu beleuchten. Das heißt, das erste Thema ist die Barrierefreiheit, gerade natürlich eigentlich irgendwo in aller Munde. Worum geht es da? Letztendlich wollen wir natürlich, dass entsprechende Inhalte, entsprechende Dokumente für alle Personen letztendlich verfügbar sind, auch letztendlich nutzbar sind. Das heißt, wir sind hier in einem Bereich, wo wir vielleicht Menschen mit eingeschränkten Fähigkeiten im visuellen Bereich, aber zum Beispiel auch in motorischen Fähigkeiten nicht exkludieren wollen. Die Personen sollen natürlich entsprechend auch die Inhalte konsumieren können, entsprechende Formulare aufrufen können und natürlich auch bearbeiten können, für die das auch relevant ist, um so wirklich die Inklusion auf dem höchsten Level im besten Falle zu halten.
Was ist dort letztendlich eines der Hauptthemen? Da geht es vor allem um Tagging, um das Verständnis letztendlich der entsprechenden Inhalte, die Sie bereitstellen. Und Sie sehen es ja auf der Slide so ein bisschen, wenn Sie ein Dokument haben und haben im Endeffekt kein Augenlicht, dann ist es schwierig, letztendlich Dokumente vorlesen zu lassen, wenn die nicht wirklich strukturiert sind. Und darum geht es ein Stück weit. Es geht um Titel, es geht um Tabellen, die letztendlich lesbar oder vorlesbar sein sollen, aber auch natürlich die entsprechenden Inhalte wie Zahlen und entsprechende weitere Textfelder. Und das ist natürlich ein Thema, bei dem wir ganz stark arbeiten. Und da haben wir auch Möglichkeiten, letztendlich das ein Stück weit automatisiert letztendlich zu bearbeiten. Und die wollen wir Ihnen gerne vorstellen, aber auch bereitstellen. Komme ich aber im späteren Schritt gerne noch mal kurz dazu. Das Thema Sicherheit, ich glaube, ich hatte es eingangs ganz klar gesagt, das ist eigentlich nicht verhandelbar, heißt Sicherheit ist ein ganz wichtiger Faktor. Der wichtige Faktor Sicherheit wird tatsächlich sehr, sehr häufig vernachlässigt. In der Thematik oder in der Kommunikation ist das ein ganz, ganz großer Punkt, auch in der öffentlichen Verwaltung. Auch jetzt wieder die Tage und die Analysen der entsprechenden Dokumente haben gezeigt, da ist auf jeden Fall noch Handlungsbedarf. Und da möchte ich auch hier in dem Bereich so ein bisschen das Bewusstsein schärfen für Sie, dass Sie da auch vielleicht im Nachgang sagen, okay, da sollte man vielleicht auch nochmal drüber schauen. Da geht es mit kleineren Klicks oder kleineren Optionen, kann man wirklich viel Änderungen letztendlich hervorrufen. Und dementsprechend möchte ich da gerne ein bisschen tiefer drauf eingehen. Ich habe Ihnen eine ganze Menge an Informationen mitgebracht. Was passiert oder was ist möglich, wenn wir letztendlich unsere PDFs und Dokumente nicht sichern? Und ganz oben stehen eben die Punkte Texte bearbeiten, Bilder bearbeiten. Das hört sich am Ende, zu Beginn eigentlich nochmal relativ einfach an. Heißt, ja, was passiert, wenn da ein Text verändert wird? Ich habe zwei Beispiele mitgebracht und daran möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie letztendlich sowas letztendlich bearbeitet werden kann. Das heißt, Sie sehen jetzt hier zwei Beispiele. Im ersten Moment, wenn Sie nur eins davon sehen würden, würden Sie sicherlich keinen Unterschied erkennen. Und wir haben das einmal kurz natürlich markiert mit den roten Kästchen. Sie sehen, da sind Zahlen ausgetauscht worden. Auf der linken Seite wurde die Zahl letztendlich verdoppelt. Auf der anderen Seite wurde sie aufs Zehnfache verringert. Und wenn wir das jetzt ein bisschen genauer anschauen, dann sehen wir, okay, es geht um die Zuzüge beispielsweise. Die Daten sind aus einem öffentlichen zugänglichen Jahresbericht einer öffentlichen Institution. Und Sie sehen dann da schon, man hat hier die Möglichkeit, Daten zu verändern, Informationen zu verändern und so natürlich auch die Interpretationsmöglichkeit für verschiedene Leute unterschiedlich zu dirigieren auch, wenn man das möchte, wenn man das entsprechend weitergeht. Und das ist natürlich schwierig, wenn es dann wirklich um entscheidende Zahlen, Informationen geht. Hier ein bisschen klarer zu erkennen, auch aus dem gleichen Bericht letztendlich. Wir haben die Möglichkeit, bei Dokumenten, die nicht gesichert sind, ganz einfach hier auch Bilder auszutauschen oder aber auch den QR-Code. Was birgt das für Risiken? Natürlich, wenn man da ein bisschen kriminelle Energie hat, dann kann man über den QR-Code, der ist natürlich absolut sicher und auch wunderbar verfügbar, heißt, da kommen Sie auf eine Seite von uns, wo Sie auch wirklich auch ein bisschen über diese Möglichkeiten was erfahren. Aber wenn Sie jetzt grundsätzlich eine entsprechende kriminelle Energie haben, dann landen Sie da vielleicht auf einer Seite, die genauso ausschaut wie die, die Sie erwarten, aber Ihre Daten abgreifen will. Oder Sie kriegen Schadsoftware letztendlich auf Ihr Gerät. Und das ist natürlich ein Thema, das wahnsinnig wichtig ist, dass das eben nicht passiert. Und vor allem natürlich in der Verwaltung oder in Ihren entsprechenden Unternehmen. Das Thema der Durchsuchbarkeit hatte ich vorhin auch kurz angeschnitten. Da möchte ich auch gar nicht zu tief reingehen. Trotzdem gerne mal einfach so ein bisschen aufbringen. Heißt, wir haben wahnsinnig viele Dokumente, die analog oder digital verfügbar sind. Gerade im digitalen Bereich sollten die aber natürlich auch verwendbar sein, durchsuchbar. Einfach die Möglichkeit, mit den Inhalten zu arbeiten, diese auch auszuwerten. Und da ist es natürlich so, wenn Sie einfach nur einen Scan letztendlich von den analogen Dokumenten machen, dann können Sie diese nicht durchsuchen. Viele Lösungen haben hier die Möglichkeit, mit OCR-Texterkennung zum Beispiel den ersten Schritt zu gehen. Auch Adobe bietet hier kostenlose Lösungen mit an, mit zum Beispiel dem Adobe Scan. Aber hier gibt es natürlich noch ganz andere Stufen, gerade zum Verfügbarmachen für die Masse am Ende. Dementsprechend möchte ich so ein kleines bisschen den Weg wegschiften von dem Thema des Bewusstseins eher hin zur Umsetzung. Wie können wir verschiedene Themen abarbeiten? Das heißt, zum einen ist natürlich die Automatisierung ein ganz großes Thema, gerade wenn es um die Masse wirklich von Dokumenten geht. Und dementsprechend habe ich zu Beginn einfach mal so ein kleines bisschen Informationen zu dem Dokumentenzyklus letztendlich mitgebracht. Sie sehen hier verschiedene Bereiche. Das heißt, es geht von Erzeugen dieses Dokumentes bis hin zur Wiederverwendung, aber auch natürlich das Veröffentlichen auf entsprechenden Seiten. Und da ist natürlich der Punkt, dass wir in die verschiedensten Bereiche immer wieder eingreifen oder diese auch wiederholen. Das heißt, irgendeiner von den Punkten wird immer wieder auch genutzt. Und da geht es dann natürlich ein Stück weit darum, wie gehen wir damit um. Wir haben hier letztendlich drei verschiedene Punkte erkannt. Zum einen geht es darum, wie gehen wir mit den Dokumenten um,
die wir jetzt schon in Zukunft oder gerade letztendlich erstellen. Das heißt, wenn ich gerade was aufsetze, dann sollten diese natürlich genau diese Faktoren, die wir mitgebracht haben, bezüglich Barrierefreiheit, Sicherheit, aber auch Durchsuchbarkeit beispielsweise, mitbringen. Das heißt, hier könnten Sie mit den entsprechenden Tools vernünftig arbeiten und auch wirklich diese Grundlagen setzen, dass auch entsprechende Inklusion auch gegeben ist. In der Mitte ist natürlich das Thema der vorhandenen Dokumente. Ich habe das auch gerade schon angesprochen. Sie haben sicherlich eine ganze Menge an Dokumenten, die letztendlich da weiter verfügbar gemacht werden sollten. Oftmals im Keller oder in einem Archiv, aber natürlich auch in einem digitalen Archiv. Das heißt in entsprechenden Ordnern. Und auch hier geht es darum, diese Informationen natürlich zu nutzen, sicher weiterhin zu verwahren. Und am Ende haben wir natürlich gerade in der Verwaltung, aber auch ganz, ganz viele Prozesse, die irgendwo automatisiert angestoßen werden sollten und auch hier natürlich entsprechende Inklusion, Barrierefreiheit, Sicherheit ein Thema spielt. Und da gibt es entsprechende Lösungen, die Sie wirklich aufsetzen können, wo Sie sagen können, da führen wir das Ganze einmal durch und haben die Möglichkeit, wirklich mit wenig Aufwand diese Punkte umzusetzen. Und das ist genau das Thema, in das ich jetzt gerne einsteigen möchte. Wir haben natürlich hier, eingangs hatte ich schon erwähnt, ein ganz breites Spektrum, das wir letztendlich mit Ihnen im Endeffekt durchgehen können. Aber dementsprechend einfach nochmal visuell aufgezeigt. Sie sehen hier jetzt eine ganze Menge an Informationen. Ich möchte gar nicht allzu tief in das Thema reingehen, deswegen habe ich es auch ein bisschen glatter gezogen. Aber da sehen Sie so ein Stück weit auch wieder diesen Lebenszyklus eines Dokumentes. Und Sie sehen auch, dass hier einfach die verschiedenen Themen aufgeführt sind. Es geht wirklich darum, wie erzeuge ich ein Dokument, dass das entsprechende Grundlagen schon mitbringt. Möchte ich das vielleicht weiterverarbeiten? Gerade wenn ich natürlich mit unseren Bürgern zum Beispiel interagiere, geht es darum, dass Anträge, Formulare vielleicht umgesetzt werden. Da habe ich die Möglichkeit, entsprechende Signaturen auch nochmal abzufragen. Und das sehen Sie zum Beispiel in der zweiten Spalte, dass wir hier entsprechende APIs haben oder Lösungen, die Sie mit einbringen können. Und wenn es dann ein Stück weiter geht, können Sie sagen, okay, wir haben jetzt eine ganze Menge an Dokumenten und wollen hier automatisiert die Tags aufbringen. Letztendlich, dass es durchsuchbar ist, dass es vorlesbar ist. Da haben wir die Möglichkeit, Ihnen da so ein bisschen unter die Arme zu greifen. Und da würde ich natürlich auch mich freuen, wenn Sie nochmal vorbeischauen, wenn Sie es nicht eh schon gemacht haben, dass wir im Endeffekt hier die Möglichkeit letztendlich aufsehen können. Das Thema insgesamt durchgesetzt läuft bei uns dann letztendlich KI-basiert. Wir haben eben die verschiedenen APIs, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. Und das natürlich vor allem auf Grundlage der Analyse mit Ihren Dokumenten. Dementsprechend komme ich jetzt noch so ein bisschen zurück zu dem entsprechenden Health-Track, der ja auch vorhin nochmal angesprochen wurde. Kommen Sie gerne da nochmal vorbei. Wir führen das gemeinsam mit Ihnen durch. Kann auch gerne im Nachgang passieren, dass wir einfach da entsprechende Dokumente von Ihnen einmal durchschauen, sehen, okay, wo sind denn da Hebel, die wir im Endeffekt bei Ihnen aufsetzen können, mit wenig Aufwand oder mit etwas mehr Aufwand, je nachdem, wo da auch der Wunsch bei Ihnen ist. Die Zahlen, die jetzt hier dabei sind, sind natürlich von Beispielabläufen, die wir vor der Smart Country Convention aufgesetzt haben. Ich kann Ihnen aber gerne so einen kleinen Einblick geben, wie das letztendlich jetzt die letzten Tage war. Wir waren tatsächlich beim Bereich der Barrierefreiheit, heißt getaggte Dokumente, zugängliche Dokumente für Menschen mit Einschränkungen. Da war der Großteil der Dokumente tatsächlich unter den 50% gelegen, teilweise bei 47%, teilweise aber auch unter den 20%. Und das ist natürlich ein bisschen kritisch, gerade wenn man bedenkt, dass im öffentlichen Bereich die Quote eigentlich bei 100% sein sollte. Das heißt, hier ist definitiv noch Nachholbedarf. Im Thema Sicherheit schaut es im ersten Moment ganz, ganz kritisch aus, so wie ich das aufsetze, beziehungsweise extrem kritisch ist es definitiv, weil auch da haben unsere Ergebnisse gezeigt, dass wir wirklich fast bei allen, die uns im Endeffekt diese Vorgaben gegeben haben, die Dokumente, im Bereich unter 7% waren, die sicher waren. Das heißt also wirklich, diese Beispiele, die ich gebracht habe, wären durchführbar und dann kann ich entsprechende Dokumente in Umlauf bringen, die für mich im Endeffekt vielleicht schadhaft wären in irgendeiner Art und Weise. Dementsprechend mit Blick auf die Zeit, die weiteren Punkte können Sie gerne auch mit uns nochmal besprechen. Auch über den QR-Code können Sie da selbst Ihre Daten nochmal eintragen. Dann schauen wir über Ihre frei verfügbaren Dokumente und würden Ihnen dann im Nachgang gemeinsam einfach mal über die Ergebnisse schauen. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn Sie nochmal bei uns vorbeischauen. Drüben in der Halle 27 haben wir eben die Möglichkeit, über die Themen nochmal genauer zu sprechen oder eben auch diesen Check bei Ihnen durchzuführen. Von daher bedanke ich mich und freue mich auf den weiteren Austausch beziehungsweise dann nächstes Jahr, dass man sich wieder sieht. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, Florian Bauer, für diesen zweiten Impuls hier nochmal zu Adobe. Das Schöne an der Verwaltungsdigitalisierung ist ja, wir sehen hier eine Menge